Heute gibt es ein Pfannkuchenrezept. Spezial, lasst euch überraschen. Wir benötigen für die Pfannkuchen 2 Eier, 500 Gramm Joghurt, eine Packung Backpulver, 300 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Zucker, Sonnenblumenöl zum Braten und zum Schluss kommt Puderzucker über die Pfannkuchen. 2 Eier, Prise Salz, 1 Teelöffel Zucker, wird geschlagen, dann kommt Joghurt dazu, das wird auch nochmal mit dem Schneebesen geschlagen, dann kommt Mehl dazu und Backpulver. Wird alles gut verrührt und 10 Minuten ruhen lassen. Mehl in die Pfanne und dann sehen wir mal weiter. So, der Teig hat jetzt 10 Minuten geruht. Die Pfanne steht schon auf dem Herd. Die Pfannkuchen gewendet. Gut gedrückt. Sieht dann so aus. Lecker. Fertig sind die Pfannkuchen. Spezial. Jetzt kommt noch Puderzucker drauf. Schaut mal. Super. Müsst ihr unbedingt probieren. So für sonntags, mittags oder was auch toll ist, am Lagerfeuer. Ist eine gute Idee und schmeckt wirklich toll. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Helfer ist Angelsport. Tschüss, wir sehen uns.